Grüß euch bei Bernie Sportshow, holt euch was zum Trinken, sitzt euch nieder und viel Spaß bei der Show. Heute schauen wir uns von Burton den Chandler an. Was ist der Chandler? Das ist von Burton das Schienensystem, wo die Bindung draufkommt. Die Geschichte vom Chandler geht in etwa bis 2005 zurück, wo Burton sich irgendwann die Frage gestellt hat, braucht man überhaupt nur Inserts im Board oder kann man die Bindung auf einer Schiene montieren? Da ist das alles losgegangen mit der Entwicklung und es war alles nicht so einfach, mit dem Chandler-System von den Inserts wegzukommen zu einem Schienensystem. Da hat man also über neue Bindungen Gedanken machen müssen. Wie kann man den Chandler überhaupt ins Board einlaminieren? Also da waren sehr viele Fragen offen. Aber Burton ist immer eigene Wege gegangen, neue Wege gegangen und hat immer die Idee gehabt, den Snowboard-Sport zu pushen und weiterzubringen. 2007, glaube ich, war das, wo dann die ersten Chandler-Boards am Markt gekommen sind. Anfänglich, muss man fairerweise sagen, hat der Chandler nicht funktioniert. Burton hat das System ein paar Mal geändert. Schmälerer Chandler, breiterer Chandler. Die ersten Jahre vom Chandler, die waren berechtigt umstritten. Aber seit in etwa 2010, 2011 funktioniert das Chandler-System. Das System ist eine Sensation, wenn man mal ein bisschen die technischen Aspekte im Hintergrund betrachtet. Der Chandler in der Rohform ist eine dünne Aluminiumschiene, die wirklich hochflexibel in alle Richtungen ist. Und diese Aluminiumschiene, die wird da im Board eingebaut, ohne dass man da irgendwie beim Holzkern großartig was verändern muss. Wenn ich heute beim Snowboarden bei jedem Turn das Brett flex oder bei jeder Landung oder bei jedem Absprung das Brett zum Flexen bringe, ja, wenn ich das Brett belaste, kann der Chandler eine saubere harmonische Biegekurve machen. Und das ist der entscheidende Vorteil gegenüber allen Insertsports da draußen am Markt, weil die Insertsports, wo die Inserts da einlassen sind, die liegen in einem Hartholzblock verankert. Und der Hartholzblock, der kann nie sauber flexen. Da habe ich immer irgendwo Flat Spots. Also wenn ich halt wirklich eine harmonische runde Biegekurven haben will, bei den Turns, dann ist das nur mit Chandler möglich. Mittlerweile verwenden ein Chandler ja auch andere Snowboard-Marken. Eine, die mir ad hoc einfällt, ist Endeavor Snowboards. Also die haben auch den Vorteil von Chandler erkannt und natürlich sofort übernommen. Das Praktische vom Chandler ist, dass die Bindung nur mehr mit zwei Schrauben angeschraubt wird. Pro Bindungsseite nur mehr zwei Schrauben und nicht vier Schrauben pro Bindungsseite wie bei den Insertsports. Ich spare mir also damit auch ein bisschen ein Gewicht. In weiterer Folge ist das Feintuning am Chandlerboard ein brutaler Vorteil. Ich kann die Bindung nach vorn, nach hinten einstellen, nach links und nach rechts. Ich bin nicht an Inserts gebunden und auch nicht an irgendwelche Löcher in die Disc. Ich kann komplett frei die Bindung auf dem Chandler-System bewegen. Wenn ich halt Feintuning tue, so wie Sie gern machen, ist das System top. Für diejenigen, die ein One-for-All-Board haben für alle Bedingungen, ist der Chandler auch geil. Weil diejenigen kommen ab und zu ins Gebiet und stellen fest, wow, Powder, ich würde mir gerne eine längere Nose machen wie ein Tail und würde gerne meine Bindung nach hinten rutschen. Chandler, Schrauben lockern, Bindung nach hinten geschoben, Schrauben zudrehen. Dasselbe auf der anderen Seite. Ich muss halt nicht die ganze Bindung oberschrauben, absetzen, neu die Löcher suchen. Mit dem Chandler-System ist das in 20 Sekunden erledigt. Das kann ich sogar in der Gondel machen. Ich verliere keine Zeit. Und wenn es zum Powdern ist, ist Zeit alles. Auf jeden Fall sieht man die Vorteile vom Chandler sofort. Das System funktioniert super. Ich kann es echt nur empfehlen. Welche Bindungen passen auf die Burton Chandlerboards? Böse Zungen behaupten, da passen nur Burton-Bindungen drauf. Was aber nicht stimmt. Ihr bringt es auf die Chandlerboards nahezu alle relevanten Bindungen auf, die es am Markt gibt. Relevant heißt für mich, alle Bindungen, die gut sind, haben eigentlich eine passende Adapter-Disc für ihre Bindung, damit sie auf Chandler passt. Sind meistens in der Bindungsschachtel drinnen, beziehungsweise fragt bei den Herstellern an oder wendet euch an den Fachhändler eures Vertrauens und fragt dem noch eine passende Disc, damit ihr eine Nicht-Burton-Bindung auf dem Chandler montieren könnt. Aber es macht natürlich nicht wirklich viel Sinn, eine andere Bindung zu montieren außer Burton. Aus einem ganz einfachen Grund. Ich habe euch zuerst erklärt, dass der Chandler also einen sauberen harmonischen Flex machen kann. Es ist total wichtig, dass man wirklich einen runden Schwung zusammenkriegt. Und Burton hat ja weitergedacht. Sie haben gewusst, okay, jetzt kriegen wir mit dem Chandler so einen sauberen Flex zusammen. Jetzt können wir doch nicht
irgendwelche Bindungen da aufmontieren, dann müssen wir uns ja was überlegen, dass diese Bindung nicht diesen Flex kaputt macht. Und aus dem Grund hat Burton die Bindungen in der Baseplate aufgeschnitten. Ihr seht, da ist ein Schlitz durch. Das heißt, die Burton-Bindungen, die können in der Base flexen. Das sind die einzigen Bindungen am Markt, die wirklich in der Base flexen können. Alle anderen Bindungen, die es am Markt gibt von anderen Herstellern, haben eine geschlossene, starre Baseplate. Da habe ich keinen Flex. Nur mit der Burton-Bindung habe ich den ultimativen Flex in der Bindung, was natürlich perfekt zu dieser harmonischen Biegekurven passt vom Chandel. Das ist von Burton jetzt die Reflex-Variante. Und dann gibt es von Burton auch noch die ESD-Variante. Die ESD-Variante geht ja nur einen Schritt weiter wie Reflex. Die ist überhaupt in der Base ganz offen. Erinnert an eine alte Baseless-Bindung von früher. Daraus ist ja die Idee entstanden. Also damit habe ich natürlich den ultimativen Flex. Also manche sagen jetzt, ja, und was passiert, wenn ich die Bindung da anschraube? Dann würde die Bindung erst wieder fest bei der Reflex-Variante. Nein, dem ist nicht so, weil auch die Disc bei den Burton-Bindungen, mit dem man die Bindung anschraubt, entsprechend flexen kann. Das ist die einzige Disc am Markt, die flexen kann, beziehungsweise die einzige Bindung, die am Markt existiert, die flexen kann. Diese Kombo Board plus Bindung macht dieses spezielle Burton-Feeling aus. Bei der Gelegenheit, Burton-Reflex-Bindungen passen natürlich nicht nur auf Burton-Bretter, sondern auch auf alle anderen Snowboards auf, wie die es am Markt gibt. Und da braucht es ja nur ein Disc dafür, weil das ist ein Multidisc, die passt auf 4x4 auf, also auf klassische Insideboards und auch auf die Chandels. In diesem Sinne, ich freue mich auf einen geilen Winter, ich hoffe auf viel Powder, bleibt gesund, wir sehen uns bei der nächsten Show. I'm high.